Hallo und willkommen zu meiner lieben Freunde, mein lieber Odo. Und wir sind zurück bei Victoria 3 und Österreich. Eigentlich Deutschland. Es ist Österreich. Österreich. Geschluckt. Wir sagen, die ganzen Staaten haben uns freiwillig angeschlossen. Und sie haben uns umbenannt in Deutschland. Anyway. Wie ihr seht, ein paar kleine Staaten sind hier noch nicht österreichisch, aber in Wirklichkeit. Wir haben gerade einen Bürgerkrieg laufen. Nein, das ist nicht unser Bürgerkrieg. Eine Sezession in Sun. Haben sich einige Rebellen losgesagt. Aber wir haben schon Truppen hingeschickt. Alles wird gut. Hier haben wir einen Possible Krieg in Mali, der wird wahrscheinlich stattfinden. Und in Oranje. Ja, ist jetzt nicht. Nicht. Vielleicht auch gleich. Da. Wir haben einen Minikrieg hier gerade in Modena. Das kommunistische Modena hat sich losgesagt mit uns. Yay. Und zwischen den Folgen habe ich unsere Industrie neu organisiert. Ich habe ziemlich viele Gebiete etwas, wie sagt man, effizienter gemacht, sagen wir es mal so. Für Gebiete, wo ich praktisch keine Arbeitskräfte mehr habe, da habe ich die ganzen Effizienz-Sachen reingekodet. Keine Ahnung. Wobei Dalmatien ist ein relativ gutes Beispiel für meine Effizienz. Da habe ich nämlich nur ganz, ganz wenig verschiedene. Da habe ich nur eine Kriegsart, nämlich die Powerplants. Das liegt daran, dass beim Asien einen höheren Electricity Output. Ja, aber die ganzen deutschen Arten sind ganz schrecklich, weil da tausende Minifabriken drinnen sind, die alle nicht effizient sind. Außerdem habe ich schon einen Haufen Stavonien zum Beispiel, die praktisch keine Bevölkerung mehr frei haben. Da musste ich effizienter werden und habe trotzdem noch zu wenig Leute. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber so ist es. Ja, außerdem haben wir eine anstehende Revolution vielleicht. In Wirklichkeit und zwar wollen die industriellen Poor Laws, ich verstehe es eh nicht ganz, was sie da von uns wollen. Ah, gut, ja, in den Episoden habe ich auch Hamburg angeboten. Und Luke gefragt, ob sie mein Protektorat werden wollen. Wir haben jetzt da ganz, ganz, ganz viele Protektorate. Sardinien, Parma, Montenegro, Luke und Modena. Ja, Modena für die führen wir gerade Krieg. Puppets haben wir auch ein paar. Krakau ist ein paar. Bringt aber so wenig, dass wir das wahrscheinlich einlassen. Oh, die Schweiz. Uns eine OPG. Können wir die Schweiz verlangen für diese OPG?
einen Defensive Pact mit euch. Können wir Protect Parade mit euch machen? Nö, geht sich nicht aus. Minus 12. Ah, weil sie Defend the Borders haben. Tja. Hey, was sagst du? Minus 107. Na dann nicht. Nein. Mexiko auch nicht. Okay. Kann man nichts machen. Wir können das machen. Vielleicht. Ach, warte mal. Gleich. Konservativ. Ja. Liberal. Okay, also versuchen wir mit Frankreich vielleicht die Beziehungen wieder zu verbessern. Mit Frankreich wollen wir keinen Streit. Das ist ein Sofa. Ich glaube, in Moldawien haben sie. Wir wollen Moldawien, glaube ich, wenn sie irgendwas haben. Oil Field? Dann haben wir nicht. Keine Ahnung, warum ich Moldawien da mache. Weil auch geil wird. Auf Moldawien, das sieht mich hier nicht. Machen wir die Walachei. Die mögen uns auch mehr als Moldawien. So, warum ist der Papst schon wieder auf minus 16? Ja, das interessiert mich alles nicht. Blöden britischen Krieg. Der. So, wie schaut das aus? Vielleicht machen wir das dann als nächstes. Weil die Dings sind sicherlich auch dafür, die Sozialisten, die bei uns in der Regierung sind. Revolutionary for our time. The voice for the liberalism currently on the rise has resonated with the bourgeoisie. It must be heard. A radical characterless leadership bourgeoisie. Das wären aber normalerweise die Faschisten. This is far too extreme for politics. Okay, Wo sind die kleinen Bürger? Was haben die für einen Wert derzeit? Plus 3. Ja, minus 4 würde jetzt den nicht wirklich ändern. Also nehmen wir das. Und wie schon gesagt, die kleinen Bürger sind normalerweise die Faschisten. Und die brauchen wir. Von viel Völker gerade. Pointing to the rampant turmoil from radical activities in Central, the conservative part. Campaigned on the platform of policing. Klingt gut. This wound has been allowed to fester for too long. And momentum for the conservative party over. The key to preventing crime is to prevent. Free-minded People's Party sind in der Regierung sind und die Konservativen sind diese hier wieder in der Regierung haben.
Ich meine, eigentlich nicht. Das Land in den Ruinen langsam aber sicher. Andererseits haben wir am Anfang gesagt, wir machen das, was die Adeligen hauptsächlich wollen. Wir machen ja nur deswegen gerade diese ganzen Sachen, weil es so revolutioniert hier in Österreich, dass wir einfach irgendwie lassen müssen. Ein Bürgerkrieg jagt den nächsten. Wir haben Krakau freilassen, weil so viele Bürgerkriege sind. So, da habe ich jetzt neue Flotten für diese gebaut, für diese Typen. Da habe ich noch keine Flotten gebaut. Und das interessiert mich nicht. Ja, das ist gut. 22% Radikalismus. Finde ich eh weiter runter, fast schon. Keiner von denen wird Sezession machen. Wir werden das nicht erlauben, dass ihr einen Aufstand macht. Dann würde ich nämlich nicht überleben. Ich kann nur auf meiner Seite bleiben. Ja, ein Konflikt. Macht keiner mit, ist ich. Das ist ja. So, Modeler haben wir wieder in unsere Kontrolle gebracht. Machen wir das gleiche noch. Das wird ein kurzer Kommen. Da haben wir wieder auf der einen Seite niemanden. Das auf der einen Seite, wenn man einfach. Auf der anderen Seite werden wir zwar auch durchziehen, aber viel langsamer, weil da Widerstand ist. Wie gesagt, das Kampfsystem ist irgendwie nett, aber Computer ist immer etwas zu leicht zu besiegen, meiner Meinung nach. So, wir könnten aber diesen Schiffen hier sagen, dass sie hier unten Konvois raiden sollen. Einfach weil wir keine Pause. So. Oh, das ist aber weit gegangen. In einem Schritt. So, wer hat gewonnen? Die Konservativen. Natürlich die Konservativen. Die gewinnen immer. Wir werden noch etwas zu warten. Das Glück geht dieses. Bevor wir die Regierung wechseln. Immerhin haben wir eine 42%ige Chance.
dann können die Konservativen eine Regierung geben, den Industriellen und diese Poor Laws durchsetzen. Ja, yes. Gut gemacht, Freunde. So, und jetzt schauen wir mal. Ich habe es natürlich keine große und euch raus. Dann habe ich eine 62. Was mit den Industriellen? Wieso kann ich die nicht reingeben? Wieso sinkt es dann auf 21? Wie kommt das zu? Weil der Typ radikal ist, deswegen eigentlich. Okay, wir könnten ja mal für eine Legislaturperiode die Konservativen an die Macht lassen. Das wird wahrscheinlich die Industriellen unglücklich machen, weil die sind radikal eben. Und Feministen auch. So, was könnten wir denn da machen in der Government? Eigentlich nicht wirklich was, nehme ich mal an. Weil das wären die Konservativen und die wollen eigentlich grundsätzlich nur zurück. Oh, die haben ein Kuh. Hier zurücksetzen. Das wollte ich machen. Kann sogar eins weiter zurückgehen? Nö. Das ist ganz, 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 ganz toll. Weil das die Leute glücklicher macht. Und wir haben eh schon so viele Radikale. Also wir brauchen echt nicht mehr Radikale. Das ist alles radikal. Alles radikal. Ja, dann machen wir einfach. Machen da was. Das ist eine stabile Regierung. Was bringt das? Minus 1 Opposition First Group Approval. From low income taxes. Ah, wir sind jetzt auf 67. Genau. Schau an. So, was würde das machen? Dieser Effekt. Ja, wir machen diese Regierung. Ja, da würden sie gerne wieder zurückgehen, überall. Oh, wobei, würde sich Protektionismus aufgehen, statt Merkantilismus. Interessant, die Industriellen sind eher für Merkantilismus. Was? So können wir das durchsetzen. Ah, wahrscheinlich gibt es eine Bewegung dafür. No, okay, gut. Protektionismus. Ja, das mögen eigentlich die Leute gar nicht, aber
Jetzt, wo es da ist, bleibt es da. Könnten auch Religious Schools gehen. Lustig. Okay. Wir müssen die Opposition hier nicht vor den Kopf stoßen, vollkommen. Jetzt natürlich auch nur noch rückwärts, genau. Child Labor. Ah, das könnten wir aber dann trotzdem machen. Die Landowners sind zwar dagegen, aber es ist eine Bewegung und vielleicht machen wir das dann trotzdem. Schauen wir mal, wie es mit der Revolution weiter ausschaut. Geht wieder bergauf natürlich, weil wir jetzt was gemacht haben, was sie nicht mögen. 26%. Steuern sind niedrig. Oh, wieso geht es weiter runter? Interessant. Concrete Fortification unlocked jetzt. Unsere Armeen sind stärker. Wie gesagt, wir wollten eigentlich mehr Militär machen, hauptsächlich deswegen, weil Submarines Bombardier. Battleships, nein. Stormtroopers, nein. Flamethrowers, wieso nicht? Das klingt gut. Inact Woodlaws, ja. Sind jetzt die Trade Unions dabei? Schauen wir mal, ob die Leute radikaler werden oder ob sie so unradikal bleiben. Wenn sie so unradikal bleiben, ist es okay. Dann kann ich leben. Wir sind die Konservativen. Wir machen nur ein Gesetz, wenn es wirklich notwendig ist. Oh, wir haben noch immer urviel im Blut. Was, wenn wir noch eins runtergehen? Da sind wir noch immer im Plus. Bist du irre? Ja, wir geben die Taxation Rate. Das ist großartig. Ups, ja. Es passiert hier zu viel. Ein Diplomatic. Und zwar Quell Uprising. Ah, okay. Das heißt, die haben ähnliche Probleme wie wir. Oder? Die niedrigen Steuern machen das wahrscheinlich. Okay, also diesen Krieg haben wir gewonnen. Sehe ich gerade. Ja, ist mit wegen der Steuern. Dass die Revolution rund das.
Radicals at 8. Oh, super. Das klingt nicht gut. Radical movement is becoming popular, uncontrollable and violent. Calls for revolution echo in the streets. Ja, genau, das brauche ich. Extreme measures may be necessary. Police will provide a street solution. 50% institution size change speed. Let's restore order to the Journal of Germany. Tyranny is not the answer. This plus 5% of pops in Austria become more radical. Wieso sollte ich das nehmen? Staatspolizei. So, Journal. Was für ein Dings ist dazugekommen? Restore Order. Was brauche ich dafür? At least one of these. Germany has enacted National Guard oder Secret Police. An investment level of home is greater or equal to 3. Okay, wir haben es erfüllt. Jetzt schon. Okay. Extreme measures. The secret police have sown terror throughout the ranks of the radicals. Already we are seeing how effective such a force can be. Wir sind einfach die Guten. In the responsible hand of the state. Round up the ringleaders. You are sheer effective. When it gets efficient in repairs for 2 years. Minus 10% bureaucracy and cost multiplier and minus 15% radicals living decreases. Gar nicht so schlecht. Er ist der Scherer. Der Chef von den Intellektuellen. Ja, Anführer von den Intellektuellen. Wir nehmen das. 2 Jahre lang weniger Radikale, bitte. Wir haben schon 1 Million Radikale verloren seit dem letzten Jahr. Wir sind gut. Kaum sind die Konservativen wieder an der Macht, schon herrscht von dem Staat. Oh, warte jetzt mal, aber wir haben noch immer ein Plus. Was wir machen könnten, wäre, wir könnten unsere Construction Site noch effizienter machen. Die drei haben wir schon. Österreich wird sich nicht ausgehen, glaube ich, mit dem Geld. Machen wir mal das und schauen wir mal, was passiert. What the 100? Stupid. Wir haben Produktionspower und es schaut nicht so aus, als hätten wir da sehr viel an Geld verloren. Aber wir noch nicht die volle Power ausschöpfen. Dann schauen wir mal, was passiert. Wenn wir das wirklich. Ah, viel gesund. Die Amerikaner helfen den Uprisings. Das finde ich gut. A revolutionary for our time. Okay, was haben wir da? A voice for the liberalism currently on the rise has resonated with the petite.
noch einmal das gleiche wie vorher. Okay, Petit Bourgeoisie. Wo sind wir da bei denen jetzt? Bei plus 1. Wie machen wir das? Jetzt mal bei minus 3 Part. Damit eben. Wovon hängt das Equilibrium hier ab? Das ist bei 10, weil wir keine Steuern einheben und deswegen nur die Hälfte haben können. Das liegt wahrscheinlich wirklich in den Steuern. Vielleicht nur ein Viertel, weil wir den niedrigsten Steuersatz haben. Vorherige Regierung das bessere Steuerrecht durchgesetzt hat. Untrained hands. Children working in the steel mills in Styria have suffered injuries trying to operate. Ja, wir haben noch immer Kinderarbeit offen. Keiner wollte bis jetzt abschaffen. Keep children off the. These new industries need all the employees that we can get. Okay, ja, okay, machen wir das. Ah, Peace Deal proposed. Rush Makur. Ja, natürlich machen wir das. Ihr hättet einfach kapitulieren können auch, das wäre auch möglich gewesen. Noch immer minus 1, schon. Denen möchte denn in meine Custom Union. Magst du? Nein? 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 Na dann halt nicht. Oh, warte mal, wir haben keinen Krieg! Ganz schnell! Können wir die bitte in die Independence entlassen? Sie dann erobern? Nein, können wir nicht. Ist mir aber so. Wenn sie jetzt eine Revolte haben, haben sie halt eine Revolte. Wir werden verhindern, wenn Russland versucht zu erobern, aber ansonsten werden wir sie einfach in Frieden lassen. Es macht mich absolut keinen Sinn, diese Leute ständig zu unterstützen in ihren Kriegen. Wenn sie mir genau nichts bringen, haben nicht einmal irgendein Einkommen gebracht. Sondern alleine fliegen können. Okay, wisst ihr was? Wir machen das so. Wir wollen sie in die unsere Kaffee-Union, wollen wir sie schon. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie viel sie produzieren, aber sie produzieren sicher irgendwas. Also sie haben definitiv einen Markt. Und wir können ihn nicht ganz alleine lassen, weil ich meine, schaut sie euch an. Die meisten Sachen können sie nicht produzieren.
jetzt, wo sie keinen Markt mehr haben, die sich voll auf uns verlassen. Ja, das ist ein schlechtes Gewissen, weil ich einen Computer in Stücke lassen habe. Ach, immer minus 1, das gibt's ja nicht. So, wir haben noch immer ein Plus von 60 pro Woche. Das heißt, wir werden noch ein paar von den Modeln. Da haben wir schon relativ viel umgemodelt. Plus ja, Electricity, wir müssen halt einfach viel mehr Electricity bauen. Ich werde einfach alle umbauen. Geht schnell. Ah, vielleicht nicht. Okay. Ja, lass so. Wir brauchen Market. Was brauchen wir? Wir brauchen wieder Öl. Klar. Krieg. Was? Was an? All discovered in Friesland. Yes! Wo ist Friesland? Niederland. Ach Mist. Verdammt. Wir brauchen Engines. All. Wir brauchen Elektrizität und Essen und Kapital. Hier geht uns auch langsam wieder aus. Warum eigentlich? Produzieren doch gar nichts, was wir brauchen, oder? Engines, Öl. Ich glaube, Öl können wir noch. In der Elbe haben wir welche. Hey. So, Engines. Ein paar haben wir da eh schon, die wir expanden. Wie schon gesagt, Elektrizität essen. Dann bauen wir noch einen Haufen Elektrizitätswerke. Essen. Ostgalizien, aber die meisten jetzt noch. Dann das ist noch sehr teuer. Aber kann man aber nicht mehr expanden. Haben wir nämlich nicht.
Explosives. So, und dann, wenn wir schon dabei sind, machen wir die ganzen Gebiete, wo wir Low Infrastructure haben. So einen Haufen. Da nicht. Kolonien da unten. Nope, kein Problem. Ich würde wirklich gerne bei meinen Ding. Leider geht das nicht. Ah, da haben wir auch noch eine Kolonie, stimmt. Wieso haben wir da eigentlich eine Kolonie? Ah, weil wir hoffen, dass wir Öl finden. Wieder. Wäre schön, wenn wir welches finden würden, Freunde. Hin produziere ich nämlich hier gar nichts. Oh, die Revolution ist auf dem Zentrum, bin ich nett. Stirring Radicalism. Ach, ich hab... ekelhaft. Bring time of the peoples. It can happen anywhere. Oh, wieder mehr Radikale. Stavonien, was... andere Gebiete, die uns bringen. Wahrheit. Ich war relativ reiches Gebiet. Wir zu Pump machen können in der Zwischenzeit. Wir haben nur noch 11. Ah, okay. Und wir sollten jetzt machen, weil wir haben da auch wieder einen Radikalen. Hier werdet mobilisiert. Und bringt euch bitte an die Grenze. So, dann schauen wir mal. Außenpolitisch, welche Kolonien würden uns reden? Schauen wir uns vielleicht den Markt an. Varana Market. Fertilizer und da ist okay, das ist definitiv nicht. Ah, die würden unsere Dings, unsere Services kaufen. Sie haben plus 6 Elektrizität, das würde genau nichts bringen. Zucker, Früchte. Okay, warte mal, wir schauen mal in unseren Markt, was wir brauchen. So. Also, wir brauchen, na gut, dann. Wir kriegen Früchte, Kaffee, Wein, das sind Sachen, die wir hier kriegen. Tee. Also, Früchte, Kaffee, Wein und Tee wären zum Beispiel ganz gut, wenn wir finden würden irgendwo in großen Mengen. Opium nehme ich an. Oh, Opium. Beschuss. Auch Telefon einen Überschuss. Vielleicht wollten wir dann mehr von den von unseren administrativen
anderen Umfällen noch weniger sind als Papier. Na gut, also diese Sachen. Nein. Was wir nicht brauchen, sind militärische Güter. Erdöl und Gummi. Ach, Gummi vielleicht. Aber das werden wir wahrscheinlich eher auf die Seite suchen müssen. Warte mal. Ah, Portugal. Links. Vom Markt. Hat. Achso, warte mal, wir wollten hier den Markt reinschauen. Nein. Den Garn. Zulu-Markt. Was? Ich hab 8 Maschinen immerhin. Aber ich hab jetzt nicht Sachen, die ich gerne suche, die ich suchen würde. Okay, Früchte und Tee hättet ihr ein paar zumindest, aber. Aber großartig reich werden wir damit nicht. Siamese Market. Was habt ihr? Auch nichts, was ich brauchen kann, oder? Opium immerhin. Aber das ist jetzt auch nicht großartig. Mengen sind das auch nicht. Ich habe hier genug. Brunei. Was hast du? Komm schon, sag mir, dass du Gummi hast. Nein, aber du hast 4 Maschinen überschüssig, oder wie? Nein, du hast 0 Maschinen überschüssig. Dann trotzdem minus. Naja, weiß ich nicht. Du hast keinen Gummi. Danke. Nein. Philippinen. Nein. Den Markt von den Philippinen sehen. Ich hab's auch wenig Gummi. Wie kann das sein? Gibt's gar nichts. Neuguinea. Das ist ja cool. Das wäre eine Kolonie, also quasi, das könnte man auch. Aber nicht. Die haben wirklich. 100.000 Leute, die nicht nirgends arbeiten. Haben die. Die müssten nicht. Gummi auch haben, ja. Mehr Gummi. Die kann ich nicht als die muss ich tatsächlich. Achso, warte mal, die kann man gar nicht erobern. Ich gerade. Die muss man kolonialisieren. Was ist denn mit Tito? Ja.
Die vielleicht Gummi im Überschuss. Brauchen auf jeden Fall Stahl und Dings. Die haben auch nichts im Überschuss, was ich brauche. Ich meine, ein bisschen Kaffee und Tabak und Tee, und das ist alles so lächerlich. Ich hätte ganz gern. Da müssen alle erobern, und ich will die nicht erobern. Was mit euch? Euch fehlt quasi alles, was. War immerhin 100 Wein, die in meinen Markt geben könnte. Gibt's ja gar nichts. Wirklich nicht. Das ist. Ah, okay, das heißt, wir erobern irgendwas. Pfeif drauf. So, was erobern wir? Wieso verliert Frankreich gegen Fang? Frage ich mich gerade. Wir müssen irgendwas erobern, was Sinn macht. Laheim und Sinn. Ach Gott, die Provinz sehen, was haben wir? Kaffee, Tabak. Lead Mines. Was mit ihnen? Boah, die haben urviel Industrie, die sie nicht brauchen können. Auch Kaffee und Tabak. Okay, also die bringen mir Kaffee und Tabak, wenn ich möchte. Was mit Kaffee? Die bringen mir gar nichts. Mit Solarmal hier bringen mir auch Gummi. Da müsste ich kolonialisieren. Oh, was ist mit. Natürlich Portugal wieder angreifen. Da gibt's Gummi. Sehen. Wieso habt ihr da gar nichts gemacht? Portugal ist jetzt so unfähig. Ich sollte ein Spiel mit Portugal starten. So, okay, warte mal. Komm. Ich würde da auf ihrer Seite einsteigen. Spanien, Persien, Sindh und Zulu. Die Wurscht. Wir sind Österreich. Frankreich hat gerade einen Krieg. United States hat gerade einen Krieg. Die zwei werden wahrscheinlich nicht einsteigen. Oranje, Transvaal ist immer egal. Great Britain. Was ist mit euch? Spanien eigentlich egal. Ich habe schon mal einen Krieg gegen Spanien geführt. Habt ihr gerade einen Krieg? Yep, ihr habt einen Krieg mit Spanien. Wie neu ist der Krieg? Ah, ja. Kämpft nicht nur gegen Bali, sondern auch gegen Qing. Das ist gut. Wir machen das. Und wenn Sulu blöd ist, machen wir Sulu gleich zum Puppet oder erobern wir es auch. Wie viel? Oh, 26? Echt jetzt? Naja, ist ein reicher Staat. Wieso macht Persien damit eigentlich? Und nichts anderes zu tun? Also wir müssten da ziemlich viel investieren auf jeden Fall dafür. Wenn die alle mitmachen. Es kann natürlich sein, in den anderen Kriegen sind die auch
alle. Spanien wird nicht raus. Aber Persien, Sind und Sulu könnten schon raus. Sollen wir das ausprobieren? Ah ja, nicht im schlimmsten Fall. Ziehen wir halt zurück wieder. Also sind da vier Gruppen bei denen. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Conscripts. Mal. Und du gehst mal an die, nicht an die Emilia Front, sondern da an diese Front. So. Hast du. Warte mal, kann es sein, keine. Ja, wir haben einen Typen, da brauchen wir Mountain Combat, das klingt. Wir dich mal. So, dich mobilisieren wir, dich stellen wir. Hierher. Noch kleine Truppenkörper. Das sind nur riesige Teile, die ich hier. Stellen wir dann nach unten. An die Mini-Front. Sobald du das erobert hast, gehst du einfach. Sollte nicht reichen hier. So, und dann mobilisieren wir noch. Bist du ein Angreifer? Defend. Spezialist. Ich mobilisieren wird, ist ein guter Verteidiger. Nö. Ah, da haben wir kleine Units. Das ist. Die schicken wir dorthin. Und diese. Schicken wir Verteidiger darunter. Und was kannst du? Expert Defense und Experienced Offense. Ja, dich. Auf jeden Fall auch keine Einheiten sind super. Du gehst an die persische Front noch dazu. Nochmal angreifen und einen, der verteidigt. Die sollte eigentlich reichen hier, weil Persien wird jetzt nicht sein. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht. Ja, sind es schon draußen. Persien bleibt drinnen. Und Sulu auch. Naja, okay. Wir werden vielleicht ein War Goal dazu geben.
Außerdem. Make Puppet. Kostet nochmal 7,5, aber das ist eh schon wurscht, jetzt bin ich schon über 25. Starten wir alle nicht davon überzeugen, dass sie bei uns mithelfen. Russland ist netterweise nicht interessiert daran. Das sind die einzigen, die mir wirklich mithelfen könnten hier, glaube ich. Wir verlangen einen Treatment von Persia noch. Da müssten wir uns in Persien engagieren. Schauen wir mal, ob Persien einfach zurückgeht. Wir geben ihm noch die. Achso. Falscher Krieg. Der Krieg ist der wichtige. Schauen wir mal. German War Reparations, naja. Begins conscription. Okay. Was mit Sind? Oh, Sind ist dann doch noch in den Krieg eingetreten. Das ist interessant. Warte mal. Wo ist Sind? Wollen wir Sind? Ah, falscher Trick. Oder wir könnten Ben Slavery machen, einfach. In Spanien gibt es auch noch Sklaven. Naja, bist du. Make Puppet. Kostet 10. Und dann quasi schon Weltkriegsstatus, den wir da machen. Infamous, wir sind auf 44,5. Nein, wir können uns gar nicht mehr erlauben, weil über 50 möchte ich auf keinen Fall kommen. Da machen wir Ben. Wieso nicht? Wieso nicht? Vielleicht sollte ich da jemand anderen herschicken. Ein guter Kämpfer? Nein. Dich habe ich schon mobilisiert, gell? Greifst du da an? Und du machst auf Stand-by. Und zwar deswegen, weil ich und hier natürlich anlanden werde. Oh, warte mal, du bist noch immer da? Du bist 102 Jahre alt, wieso bist du noch nicht gestorben? Gibt's einfach. Okay, ich promote. Sie sind jetzt eh in der Regierung, damit du alle 50 nehmen kannst. Also bitte sterben, 102-Jähriger. Oder dich zurückziehen auf dem Landgut. Das Spiel ist doof. Es gibt so viele sehr alte Menschen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Leute sterben, ist einfach zu gering. Das ist, glaube ich, aber schwierig auch herauszufinden, wo da die Dings sind.
Wie? Oh, warte mal. Terran Wargold Edit. Oh. Was? What? Sie haben Frankreich auf ihre Seite geschafft. Sie wollen Jemen erobern. Urarg. Urarg. Habt ihr nichts Besseres zu tun, Frankreich? Habt ihr keine Kriege? Was mit eurem Krieg? Ihr habt doch da einen Krieg, den ihr verliert gerade. Wir sagen, dass uns das interessiert, ignorieren. Dann müssen wir dann auf Frankreich auch angreifen, da unten. Shit, das gegen Frankreich. Die sind so stark. Okay, was ist mit dir? Kannst du gut verteidigen? Nein. Verteidigen? Ja. Du bist aber 85. Na gut. Verteidigst mal an der französischen. An dem Fall. So, und vielleicht greifen wir da noch an irgendwie. Mit einem. Du. Greif doch bitte da an. So, dann steuern. Eine Stufe höher stellen. Wir gehen auf Kriegswirtschaft. Ah, du Offensivkämpfer. Oh, verstehe, warte mal. Du. Verteidigst. Wir haben jetzt eine Grenze mit Frankreich. Wisst ihr was? Können wir uns vielleicht das ist immer alles Conquer State? Uff, na gut. Okay, wir machen Schluss für heute. Hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann.